Wenn ein Nicht-Muslim im Sterben liegt und er ist schon etwas älter, versteht er noch? Ja, klar. Weil es gibt Leute, die schon ein hohes Alter erreicht haben und nichts mehr verstehen. Mit welchen Wörtern sollte man ihn ermahnen? Das ist sowieso die beste Situation jetzt, ihn zu ermahnen, weil er weiß selber, dass er auf dem Weg zurück ist. Das weiß er selber. Und er rechnet auch jeden Tag damit, zurückzukehren. Wenn das nicht ein Moment ist, wo man mit jemandem reden kann, welcher Moment soll dann im Leben da sein? Und deswegen soll man ihn erinnern daran, dass er zu Allah zurückkehrt. Nur dann sagt man ihm, schau mal, du hast dein ganzes Leben gelebt. Ist Allah für dich derjenige, der Himmel und Erde erschaffen hat? Du kommst ihn mit Rububiyya, weil wir haben gesagt, Rububiyya, was macht keiner? Keiner verleugnet Rububiyya. Wer nicht hochmütig ist. Und wenn er diese Rububiyya bestätigt, dann sagst du ihm, schau mal, du kehrst zurück zu Allah. Dein Leben hast du gelebt. Du kannst nur gewinnen, wenn du den Islam angenommen hast. Du kannst nur gewinnen. Was hat er zu verlieren jetzt? Gar nichts mehr. Wallahu ta'ala ala wa'alam.